Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 12. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meiner Werwolf-Challenge. Im letzten Part haben wir ja den ersten Schritt in Richtung Legacy geschafft. Also unser erstes Kind ist auf die Welt gekommen und zwar unsere kleine Coraya Yuna. Und dann sind wir auch noch in das neue Haus eingezogen und das meiste vom Part ging auch tatsächlich daran drauf, dass ich das neue Haus eingerichtet habe. Aber auf jeden Fall machen wir dann jetzt gleich weiter und starten jetzt direkt in den Part hinein. Und hier sind wir jetzt. Yuna hat tatsächlich Level 1 des Erziehungslevels erreicht. Denn sie kümmert sich gerade um die kleine Raya. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, ich glaube, ich möchte, dass ihr Spitzname Raya wird. Ja, sie füttert gerade die kleine Raya und sie ist leider noch immer traurig. Also eben wegen dem Feiertag, weil Lu kein Kind möchte und weil sie ihre Eltern vermisst. Aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass sie ihre Eltern bald wieder sieht. Also sobald sie das Haus ein bisschen auf Vordermann gebracht haben. Ja, was ihr zum Haus sagt, weiß ich leider noch nicht, weil der Part noch nicht online ist. Lu habe ich übrigens weggeschickt. Der sollte mit Yoru laufen gehen. Warum geht er nicht laufen? Okay, jetzt gehen die beiden laufen. Alles klar. Er nervt mich nämlich ein wenig und deshalb habe ich mir gedacht, ich schicke ihn einfach weg. Gut, jetzt sieht sie hier den Müll am Boden an und denkt sich wahrscheinlich, wow, warum kann ich keine Ordnung halten? Ich verstehe dich, Yuna, aber es kann eben nicht jeder Ordnung halten. Und damit wir das nicht ganz vergessen, wird sie sich jetzt um ihre Uni kümmern, denn wir haben noch jede Menge Dinge zu tun. Sie hat nämlich zwei Abschlussprüfungen, auf die sie sich noch gar nicht vorbereitet hat. Deshalb werden wir jetzt lernen. Und zwar Beziehungen über große Distanzen. Service-Bot-Wettbewerb. Die Bot-Gelehrten veranstalten gerade ihren Service-Bot-Wettbewerb im Foxberry-Innenhof. Schau vorbei. Naja, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Oh, ihr Vater hat gerade geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Also, wenn ihr euch daran erinnert, sie hat Aluna, also ihre Mutter hat sie ja getroffen im Krankenhaus. Und sie hat es anscheinend auch ihrem Vater erzählt. Oh, und sie ist jetzt so traurig. Oh mein Gott. Oh, sie hat eine Schwester. Hannah, oh mein Gott. Wusste ich das? Wusste ich, dass Aluna schwanger war? Ich meine, mich überrascht es nicht, weil meine Mods produzieren die ganze Zeit Kinder bei allen Sims. Aber ich glaube, das wusste ich nicht. Oh, wie süß. Sie hat einfach eine Schwester, die genau gleich alt ist wie ihre Tochter. Und jetzt ruft ihre Mutter auch noch an. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Also, die haben sich schon ewig nicht mehr wirklich gehört. Und jetzt ist sie so, hey, sollen wir vielleicht noch ein Kind kriegen? Wir haben zwar gerade erst Hannah bekommen, die ist etwa einen Tag alt, aber hey, wir hätten gern noch eines. Ja. Und genau aus diesem Grund sagt Yuna jetzt nein. Ich denke, das ist keine gute Idee. Meinst du, ich denke, du hast recht. Danke, dass du mich zurück in die Realität geholt hast. Gerne, gerne. So etwas machen wir wirklich gern. Heute ist auch der Tag der neuen Fähigkeiten und ich glaube, Yuna sollte wirklich mal daran arbeiten. Was lernt sie denn hier gerade? Okay, keine Ahnung. Sie erwirbt gerade irgendeine Fähigkeit, denn dann ist sie wenigstens ein bisschen glücklicher, wenn sie den Feiertag erfolgreich abschließt. Ja, die sind noch immer am Laufen, aber das passt mir ganz gut. Und er muss dann auch die schelmische Interaktion lernen. Also für seinen Job. Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Hier ist doch jemand. Sprich mal mit dieser Frau, Rita. Oh, du tust mir sehr leid, Rita. Wir werden uns jetzt einmal lustig bei ihr vorstellen und dann werden wir die schelmischen Interaktionen bei ihr üben. Sie fühlt sich sogar schon unwohl. Das passt perfekt. Und wir stinken. Sie wird Lu einfach lieben. Mindestens so sehr, wie ich ihn liebe. Aber sie haben einen guten ersten Eindruck. Was? Er bewundert sie? Aha. Okay. Diesen ersten Eindruck hatte ich tatsächlich noch nie. Gut, die schelmische Interaktion. Wir werden ein absurdes Gerücht verbreiten. Dann werden wir behaupten, ein kriminelles Superhirn zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Wahrheit entspricht. Weil woher hätte er sonst so viel Geld? Und dann werden wir sie einmal fragen, ob sie dann irgendwelche wertvollen Sachen hat, die wir vielleicht klauen könnten. Oh ja, sie liebt uns. Vor allem, weil wir so stinken.
Oh, sie mag schelmische Interaktionen gar nicht. Das wird ein tolles Gespräch. Er erzählt irgendetwas von unsterblichen Robotern, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Hä? Nein, du sollst weiter mit ihr sprechen. Oh, sie möchte wegfahren. Nein, 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 du fährst jetzt nicht weg. Wir werden sie jetzt nochmal nach wertvollen Besitztümern fragen. Ich weiß, dass du dich unwohl fühlst. Aber sprich noch ein bisschen mit Rita. Okay, sie bleibt da. Sehr, sehr gut. Er hat Level 4 der Schelmfähigkeit erreicht. Lou kann jetzt mit anderen Sims Verschwörungstheorien teilen. Er kann zudem am Computer Kettenbriefe verschicken oder das Observatorium benutzen, um Nachbarn auszuspionieren. Außerdem kann Lou andere Sims zu Verbrecherkumpanen machen. Ich habe noch nie mit der Schelmfähigkeit gespielt. Okay. Das ist sehr, sehr spannend. Das müssen wir uns definitiv noch weiter ansehen. Und dann werden wir sie einmal mit Handschock hereinlegen. Ja, ist mir egal, dass du Hunger hast. Du isst später. Dann werden wir Meerjungfrauen nachahmen. Und zum Abschluss könnten wir noch falsche, schlechte Nachrichten... Wow. Ich hoffe, daran kann man nicht sterben. Und Iana hat Erziehungslevel 2 erreicht. Oh. Jetzt müssen wir bei beiden auf diese Benachrichtigungen achten. Oh oh. Und? 50%. Nein, es geht noch weiter. Wir brauchen 100. Dann werden wir sie einmal erschrecken. Ein absurdes Gerücht verbreiten. Ja, ich weiß, dass du stinkst. Du darfst bald duschen. Und dann werden wir nochmal falsche, schlechte Nachrichten verkünden. Aber sie findet das tatsächlich lustig. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also, mich würde das ziemlich nerven. Weil eigentlich kommt immer die Benachrichtigung, dass sie das nicht mag. Das heißt, das nervt sie auch. Aber sie verstehen sich immer besser. Also irgendwie nervt es sie nicht wirklich. Okay, abgeschlossen. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt nach Hause und du kannst dich um deine Bedürfnisse kümmern. Iana ist noch immer am Lernen. In der Zwischenzeit hat sie sich noch ein bisschen um Raya gekümmert. Ja, weil Babys in Sims schreien halt immer und die brauchen viel Aufmerksamkeit. Oh, was ich vergessen habe zu kaufen, ist diese Werkbank. Heißt es Werkbank? Es heißt nicht Werkbank. Hier, den Schreinertisch. Hm, wo könnten wir denn hinstellen? Ich glaube, den stellen wir einfach mal hier unten ins Wohnzimmer. Ja, der passt da ganz gut hin. Oh, ich habe kein Hundebett für Yoru gekauft. Wobei, in Wirklichkeit schläft er eh immer am Boden. Ich glaube, er will eigentlich gar kein Bett. Aber er kriegt natürlich doch eines, falls er es sich mal anders überlegt. Das sind die einzigen Standard-Hundebetten? Dann kaufe ich mal das. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob die Custom-Content-Sachen überhaupt noch funktionieren. Die waren ja zwischen alle verbuggt und irgendwie hat er nie ein richtiges Bett benutzt. Deswegen bekommt er jetzt mal das. Vielleicht funktionieren die anderen ja gar nicht. Lebensstil im Aufbau. Iana hat den ersten Schritt unternommen, um einen Lebensstil freizuschalten. Gesellig im Aufbau. Ah, okay. Ja, das passt tatsächlich gut zu ihr. Und sie ist noch immer so unfassbar traurig. Wenigstens der kleinen Raya geht es gut. Oh. Sie ist so süß. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussieht, wenn sie älter wird und wie ihre ganze Geschichte und alles wird. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Und nachdem Lou jetzt fertig gebadet hat, kann er eigentlich für beide etwas zu essen machen. Also ich habe keine Ahnung, ob er kochen kann oder nicht. Aber er macht jetzt mal für beide Eier und Toast, ein Dinner für zwei. Irgendwie traue ich ihm nämlich nicht mehr zu. Ja, hätte mich auch gewundert, er hat noch nie in seinem Leben irgendetwas gekocht. Also das Einzige, was er wirklich kann, ist die Schelmfähigkeit, Tanzen, Fitness, Comedy und Angeln. Also alles Dinge, die man wirklich unbedingt braucht. Und dann kannst du auch Yoru nochmal füttern. Irgendwie braucht er nämlich wirklich, wirklich viel Essen. Wahrscheinlich, weil er so groß ist. Ja. Aber er scheint sich hier auch wohl zu fühlen. Im alten Haus hatte ich immer das Gefühl, dass er sehr allein ist. Aber irgendwie scheint er sich hier wirklich, wirklich wohl zu fühlen. Aluna hat gerade Lou geschrieben, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Also wenn das nicht ein Wink mit dem Zaunpfahl war, dass sie mit der Männerauswahl ihrer Tochter nicht einverstanden ist, dann weiß ich auch nicht. Weil wer sagt schon, ja, Krimineller, das ist genau das Richtige für dich. Das passt so super zu dir. Wow. Okay,
Ja, dann kann Iana auch mal auf die Toilette gehen und dann können sie gemeinsam Abend essen. Am Abend müssen sich beide definitiv um das Werwolf-Rudel kümmern, denn irgendwie, ja, haben da beide so ihre Probleme und das gehört eben zur Challenge mit dazu. Aber zuerst werden sie beide essen. Wie geht es denn der kleinen Raya? Der geht es gut, die schläft. Wann hat sie denn eigentlich Geburtstag? Okay. Am Dienstag hat sie Geburtstag und nächste Woche haben tatsächlich schon Lou und dann hat tatsächlich auch schon Iana Geburtstag. Wow. Das vergeht viel zu schnell. Ich weiß nicht, ob sich das in dieser Challenge ausgeht. Vielleicht muss ich die Alterung da sogar noch ein wenig höher stellen. Aber das sieht doch harmonisch aus. Jetzt essen die beiden im gemeinsamen Haus. Sie sind auch wirklich glücklich miteinander. Also ich verstehe schon irgendwo, dass ihr sie zusammen sehen wollt. Sie wollen ja auch wirklich zusammen sein. Seelenverwandter, fester Freund, schicksalhaft verbunden. Also ich verstehe, dass sie zusammen sein wollen. Aber nur weil zwei Menschen zusammen sein wollen, heißt es noch lange nicht, dass es die richtige Entscheidung ist. Deshalb müssen wir uns das wirklich genauer ansehen, ob Iana mit ihm wirklich die bestmögliche Wahl getroffen hat, weil wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Aber gut, Lou muss sich jetzt mal um sein Werwolfsrudel kümmern, Rudelbeteiligung. Leiste deinen Beitrag zur Rudelgemeinschaft, indem du andere Rudelmitglieder unterstützt. Können wir einfach Iana etwas schenken? Wir sind ja im gleichen Rudel. Oh, nein, können wir nicht. Schade, aber ansonsten schauen wir einfach mal rüber. Ich kenne mich noch immer nicht aus. Wo ist denn hier? Hier ist ihr Rudelplatz. Und dann werden wir... Oh, wir haben nichts im Inventar. Dann könnte er zuerst einfach etwas backen und dann werden wir das einfach dem Rudel zur Verfügung stellen. Ich glaube, das passt dann schon ganz gut. Und dann kann er auch gleichzeitig ein bisschen kochen üben. Es wäre gut, wenn zumindest einer im Haushalt ein bisschen kochen kann. Mach einen Reiskuchen und den schenken wir dann einfach dem Rudel. Was ist mit Iana? Iana muss in den Untergrund und dann muss sie mit Werwölfen von einem höheren Range sprechen. Könnten wir eigentlich mit Lou erledigen, um Rudelmentoring bitten? Geht das, während er kocht? Ja, sehr gut. Das ist wirklich super, dass wir das jetzt direkt von zu Hause erledigen können. Und dann könnten wir auch noch in einem Werwolfbuch lesen. Das wäre auch noch hilfreich. Dann lesen wir Insider-Leitfaden über das Leben als Werwolf. Wie geht es unserem Baby? Okay. Das schläft noch immer mit offenen Augen. Einige Werwölfe sind der Meinung, dass sie auch alleine ein ganz gutes Leben führen können. Aber dies ist nicht immer der einfachste Weg. Wölfen sagt das Leben im Rudel von Natur aus zu und Rudel können in vielerlei Hinsicht Unterstützung bieten. Angefangen bei der Kontrolle der Wut bis hin zu gemeinsamen Ressourcen und es wäre eine Schande, wenn du dir all dies entgehen lassen würdest. Außerdem kannst du im Rudel auch dein schicksalhaft verbundenes Gegenstück finden. Eine Chance, die sich dir nur einmal im Leben bietet. Ja, das hat Iana ja schon gefunden und das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur wieder in den Untergrund. Kommt man hier in den Untergrund? Nein. Aber wir könnten eigentlich einen Zugang zum Untergrund platzieren, weil ich finde das immer ein bisschen mühsam. Ich vergesse immer, wo wir in den Untergrund kommen. Wieso brennt in unserem alten Haus Licht? Da wohnt doch sicher keiner. Hier, perfekt. Dann kann Iana die unterirdischen Tunnel erkunden. Hast genug gelesen. Oh, und mit Lou können wir auch jede Menge Werwolf-Fähigkeiten erlernen. 5 Punkte haben wir. Verbesserter Geruchssinn, das passt eindeutig zu ihm, dann kann er mehr Dinge klauen. Dann nehmen wir noch trübsinniges Heulen und Widerstandskraft. Also trübsinniges Heulen ist das Heulen, das die Wut reduziert. Und Widerstandskraft erlange die Kontrolle zurück, wenn du in Rage geraten bist. Dann nehmen wir noch, dass er seinen eigenen Schmutz ablecken kann und dass er gern überall hinpinkelt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, es passt zu Lou. Perfekt, der Reiskuchen ist fertig und aus irgendeinem Grund fühlt er sich dadurch kokett. Ja, okay. Jeder steht auf andere Dinge, ich möchte gar nicht judgen.
Und jetzt können wir zu Rudelressourcen beitragen und den Reiskuchen anbieten. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, in der Zwischenzeit weint Raya nicht, denn es ist niemand zu Hause, der sich um sie kümmern könnte. Wow, die beiden sind so tolle Eltern. Der Untergrund. Der Eingang zum Bunker ist aus Metall, doch nachdem Iana die Tunnelbiegung hinter sich gelassen hat, ist der Pfad von allen Seiten von Erde umgeben. Nachdem sie einige Minuten gegangen ist, wird Iana klar, dass der scheinbar endlose Tunnel tief unter Moonwood Mill verlaufen muss. Ja, das wissen wir alles auch schon. Iana wähnt sich am Ende einer Sackgasse, als sie einen schmalen Vorsprung an der Seite bemerkt. Sie muss sich ein wenig hineinquetschen und kann dann aber hochklettern und stößt auf drei Tunnel. Ja, sie kämpft sich durch den Schutt. Ich möchte das jetzt nicht mehr so genau vorlesen, weil es ist ohnehin immer das Gleiche. Aber wenn ihr es gerne genauer vorgelesen hättet, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Wir werden sicher noch oft in diesen Tunneln sein und ich kann gerne wieder anfangen, das alles vorzulesen. Ich möchte euch nur nicht langweilen. Ja, irgendwas mit Rostig und Staub, okay, alles klar. Wir folgen der magischen Melodie. Sie hat Angst und wir fahren fort. Und die Musik und der Mond und wir fahren fort. Ja, sie geht in Richtung Knoblauch. Oh nein, das Baby schreit. Fortfahren. Du plauderst jetzt nicht mit Rory. Du kommst jetzt nach Hause und kümmerst dich um dein Kind. Er wird es einmal mit der Flasche füttern und dann wird er es einmal liebkosen und die schmutzigen Windeln wechseln. Und Iana ist auch wieder da. Oh, jetzt kommt sogar Yoru hin und möchte sich um das Baby kümmern. Lu, wie lange brauchst du bitte? Ja, er geht da ganz gechillt. Ihm ist egal, dass sein Baby schreit. Iana hat wahrscheinlich gesagt, hey Lu, ich muss ganz kurz was erledigen. Bitte kümmere dich um die Kleine. Und was ist? Er kommt dann einfach nicht nach Hause. Wahrscheinlich ist Iana noch vor ihm da und kann sich um sie kümmern. Oh nein! Dafür kümmerst du dich um den Hund. Das ist eine sehr gute Aufgabenverteilung. Sehr gut, das ging alles noch gut aus. Und bevor die beiden schlafen gehen, wird Iana jetzt noch ein wenig lernen. Da sie morgen ja die Prüfungen hat und ich glaube, da muss sie sich noch ein wenig besser vorbereiten. Lu kann eigentlich schon mal ins Bett gehen. Ich glaube, Iana schläft auf der linken Seite und Lu schläft auf der rechten Seite. Wobei er in Wirklichkeit wahrscheinlich lieber am Boden schlafen würde, aber das gibt es in diesem Haus nicht. Es ist so seltsam, Lu ist gerade aufgewacht und kümmert sich ums Baby. Und bei den meisten Interaktionen war immer Minus, also sie haben sich irgendwie immer schlechter verstanden. Wir haben jetzt 7 Uhr früh, Iana kümmert sich gerade um ihren Yoru. Sie bürstet ihn jetzt einmal und dann wird sie ihn loben. Lu kann eigentlich auch gleich mal aufstehen, dann kann er jetzt Frühstück vorbereiten. Denn Iana muss noch für ihre heutigen Prüfungen lernen. Und zwar macht er Würstchen mit Bohnen. Nein, macht er nicht. Ich möchte nämlich, dass er für beide etwas kocht. Er macht Grillkäse. Und zwar ein Dinner für zwei. Und Iana wird jetzt lernen. Und zwar werden wir jetzt aber für die andere Prüfung lernen, weil die haben wir heute ja auch. Und zwar für Recht und Ordnung. Denn Recht und Ordnung ist um 13.30 Uhr und Beziehungen über große Distanzen ist schon um 9.30 Uhr. Wobei nein, ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Hausaufgaben machen. Mach zuerst die Hausaufgaben, das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Und das Baby schreit schon wieder. Lu, das musst du jetzt erledigen. Du wirst einmal die Windeln wechseln, das Baby füttern und einmal liebkosen. Wildfang-Benachrichtigung. Jetzt ist Iana wieder auf Bewährung. Ich finde diese Rudelaktivitäten wirklich ziemlich anstrengend. Ich meine, es ist eine nette Idee, aber ja, passt nicht so ganz ins normale Gameplay, weil man ansonsten irgendwie sehr wenig machen kann. Der Geburtstag von Coraya naht. Stimmt, sie hat ja schon morgen Geburtstag. Und die Schwester von Iana, also Hannah, ist tatsächlich schon zum Kleinkind herangewachsen. Oh, sie sieht unglaublich niedlich aus. Wir müssen die Eltern unbedingt bald besuchen. Wieso bist du nicht im Unikurs? Seit wann gehen sie nicht mehr von selbst zum Kurs? Iana, jetzt kommst du wieder zu spät. Lu wird jetzt hier das Waschbecken reparieren und kann sich dann mal um alles kümmern. Iana hat den Kurs besucht, war aber nicht ausreichend vorbereitet und hätte mehr vom Unterricht profitieren können. Sie muss das Defizit jetzt eigenständig ausgleichen.
Also ich sag's euch ganz ehrlich, mich würde es wirklich wundern, wenn wir das erfolgreich abschließen können, weil irgendwie funktioniert das gar nicht. Dann mach jetzt mal die Hausaufgaben und dann kannst du noch für die Prüfung lernen. Immerhin hast du nur mehr diesen einen Kurs und es wäre irgendwie cool, wenn sie wenigstens einen Kurs abschließen kann. Yoru braucht Aufmerksamkeit. Da kann sich Lu dann um ihn kümmern. Er wird einmal spielen. Dann wird er ihn streicheln. Und dann wird er ihm noch ein Leckerchen geben. Da haben wir jetzt ein Tuning-Teil erhalten. Das könnten wir gleich verkaufen. Ich freue mich übrigens schon sehr auf den Laden von Iana. Und ich hoffe, wir haben bald mehr Zeit, dass sie auch wirklich Möbel herstellt. Weil bis jetzt hat sie Geschicklichkeitslevel 4. Wobei, das geht eigentlich. Was kann sie denn schon? Okay, sie kann schon verschiedenste Skulpturen herstellen und auch schon Möbel. Also es ist gar nicht so schlecht. Aber ich schaue jetzt gleich, wie viel das eigentlich kosten würde, wenn sie das Geschäft kauft. 18.000. Wir könnten uns das sogar schon leisten. Und wisst ihr was? Wir werden das jetzt kaufen. Also wir kaufen das jetzt einfach. Wir werden es nicht eröffnen. Wir werden es einfach nur kaufen, weil in Wirklichkeit besitzt sie es ja schon. Es ist ja ihr Haus. Das heißt, sie besitzt das jetzt schon und dann haben sie auch ein bisschen weniger Geld, dann ist das wieder realistisch. Und sobald sie dann mehr Möbel hat und das alles eben hergestellt hat, dann werden wir das Geschäft erst richtig eröffnen. Dann müssen wir das alles ja auch noch wirklich renovieren, weil wir brauchen ja dann die Kasse und das Ganze. Also momentan ist es ja als Wohnhaus ausgerichtet und noch nicht als Geschäft. Zahlen wir mal 2500 um. Also wie ihr seht, ja, es sieht noch absolut nach nichts aus. Und wir brauchen ja noch eine Kasse und eine Verkaufstheke und alle möglichen Sachen. Ja. Aber das werden wir jetzt lassen. Das Geschäft ist geschlossen und wir gehen wieder nach Hause. Aber jetzt gehört es zumindest wieder uns. Oder es hat ja eigentlich schon immer uns gehört. Und ja, ich glaube, das passt ganz gut. Und ich freue mich dann schon, weil dann können wir schon sehr bald das alles renovieren und dann dort wirklich das Geschäft eröffnen. Und wir sind wieder da. Iana, hast du nicht den anderen Kurs jetzt auch noch? Um 13.30 Uhr. Ja, der beginnt doch gleich. Ich verstehe es nicht. Ja, dann geh jetzt schnell hin. Okay, gut. Iana hat die Vorlesung besucht und ich glaube, sie ist auch nicht sehr zu spät dran. Lu geht es einfach noch immer so schlecht, weil schwierige Gefühle. Okay, was kommt jetzt? Es ist schwer, in der Nähe eines Kindes zu sein, das viel mehr Panik und Traurigkeit hervorruft als Freude. Es ist nicht die Schuld des Kindes. Es ist auch nicht unbedingt die Schuld der Eltern. Es könnten nur schlechte Umstände sein. Würde er versuchen, es anderen zu erklären, würde er nur mit Entsetzen und Vorurteilen konfrontiert werden. Doch wie soll man sich zwingen, die Traurigkeit, die man fühlt, nicht zu fühlen und ein Glück zu fühlen, das man nicht fühlt? Wow, das war sehr oft das Wort fühlt in einem Satz. Und vielleicht gibt es Liebe zu diesem Kind irgendwo in Lu, vielleicht. Aber jetzt kann es nicht gefunden oder gefühlt werden, so überrannt von Aufregung. Und hier denkt er jetzt auch noch über den Sinn des Lebens nach, wegen unerfüllter Träume. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine Storyline, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch nicht damit einverstanden sind. Also, Lu ist ja sehr unglücklich wegen dem Kind. Und es übermannt ja seine Gefühle. Also er lebt eigentlich hier seinen Traum mit seiner Seelenverwandten und er sollte eigentlich glücklich sein. Aber er ist unglücklich wegen Raya. Und er hat auch hier im Sim-Profil ungewolltes Kind. Also er fühlt sich deshalb einfach schlecht. Es geht ihm nicht gut. Er hat jetzt auch eben diese Angst vor den unerfüllten Träumen. Und vielleicht würde es zu diesem Let's Play ganz gut passen, wenn er einfach abhaut. Also wenn wir sagen, er trennt sich von heute auf morgen einfach von Iana und läuft weg. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt sofort machen sollen oder ob sie davor noch ein Kind kriegen. Aber dass er halt einfach so Panik kriegt und dann möchte er einfach gehen. Und dann können wir ja sehen, wie das Ganze weitergeht. Also vielleicht lernt Iana dann jemand Neuen kennen. Vielleicht finden die beiden auch wieder zusammen. Ich kann es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Aber irgendwie fühlt es sich momentan nicht richtig an, dass er da ist, wenn es ihm die ganze Zeit so schlecht geht. Also es passt nicht zu ihm. Er wollte jetzt auch gerade ins Bett weinen gehen. Jetzt möchte er sich selbst Zuspruch geben. Also er ist einfach total überfordert. Und eben vorhin, als er sich um Raya gekümmert hat, war auch die ganze Zeit nur minus Beziehung. Also es ist zwar normal, dass Eltern und Kinder, wenn sie halt in Sims auf die Welt kommen, eine gute Beziehung haben. Aber egal, was er gemacht hat, es war immer nur minus minus. Also ja,
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Vaterrolle einfach nicht zu ihm passt. Vielleicht ist es noch zu früh. Vielleicht passt es aber auch nie zu ihm. Es ist irgendwie schwer zu sagen, aber momentan glaube ich, dass das einfach gar nicht gut ist für ihn. Und dementsprechend auch nicht für Jana. Jana hat jetzt Level 4 der Forschen- und Debattierenfähigkeit erreicht. Und Aluna ruft sie schon wieder an. Sie wollte schon wieder ein Kind kriegen. Nein, das ist keine gute Idee. Hör auf damit. Jana hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen, aber einige Studenten scheinen proaktiver gelernt zu haben. Allerdings glaubt sie trotzdem, dass sich ihre Endnote verbessern wird. Okay, sehr gut. Das klingt doch schon mal wirklich, wirklich super. Also ich hoffe zumindest, dass sie irgendeinen Kurs positiv abgeschlossen hat. Und dann wird sie jetzt noch einmal Möbel herstellen. Und zwar werden wir einen Spiegel herstellen. Warum auch nicht? Wir beginnen mit einem Spiegel. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob wir das schon mal richtig getestet haben in diesem Let's Play. Lou muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Er kümmert sich übrigens um Raya, nur weil ich es ihm gesagt habe. Wobei, seht ihr das? Es war schon wieder Minusbeziehung und bei ihm Plus und dann ist es wieder umgekehrt und ich bin verwirrt. Irgendwie kümmert er sich doch nicht um sie, obwohl ich gesagt habe, er soll es tun, sondern gibt sich selbst wieder Zuspruch. Auf jeden Fall muss er gleich zur Arbeit gehen. Ist vielleicht für alle Beteiligten besser. Oh, Jana ist fertig. Ich glaube, das finden wir im Haushaltsinventar. Oh, cool. Diesen Spiegel hat sie hergestellt. Oh, da hatte ich sogar noch einen Schreinertisch im Inventar. Die ganzen Sachen könnten wir dann eigentlich auch im Laden verkaufen. Vor allem diese Dinge, die Lou geklaut hat. Weil, ja, die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und an dieser Stelle sind wir dann schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!